Jo. Genau, verzögert. Guck mal. Wasserschüssel, wenn du mal stehen bleiben musst. Genau. Und Leine da mal auch hinten rein, aber die brauchen wir noch nicht. Wasserflaschen. Ach, so klein, ja. Die brauchen wir unbedingt. Für die erste Fahrt, dass ihm der Abschied leichter fällt, kriegt er noch homöopathisch einen Tropfen, das beruhigt und das trennt sie leichter für die Geschwister. Einen Tropfen. Brauchst du aber später nicht mehr geben, wenn es irgendwo auf Reise ist. Er bleibt eh ein Kerl. Und jetzt ist wichtig, dass du dann nicht mehr lang stehen bleibst, sondern gleich fährst. Sie tut ihn ein wenig beruhigen und ein wenig streichen. Und wenn er jetzt heute halt sicher nicht lässt, dann fährst du einmal eine Stunde oder zwei. Und wenn er dann unruhig wird, dann bleibst du stehen, gibst du einmal Wasser, tust lassen an der Leine, dass er nicht zusammengeführt wird, dass er kein Auto überfährt. Ich wünsche dir alles Gute, toll. Danke. Dann, wenn du Fragen hast, kannst du dich. Danke mir. So. So, was fällt da noch ein dazu? Zum richtigen Hundetransport. Ach, zum richtigen Hundetransport. Ja, dass man ein bisschen am Hund eingeht drauf. Also die erste Zeit ist er meistens, zuerst kann es sein, dass er ein bisschen quietscht, aber nach 10 Minuten, 5 Minuten beruhigt er sich. Und dann die meisten Hunde schlafen dann relativ lang. Dann ist es wichtig, zügig dahin fahren und Pause machen. Sobald man dann merkt, der Hund wird unruhig, dann auf die Wiesen raus sitzen, dass er Gassi kann, Wasser geben und 10 Minuten Pause und dann wieder weiter, wenn es ein langer Transport ist.